Wie im vorigen Video versprochen, zeige ich euch jetzt noch, wie man aus den ganzen Abschnitten ich sage mal, einen Sirup machen kann. Also ich mache jetzt einen Sirup draus. Ich nehme dazu mal einen halben Liter Wasser und 500 Gramm Zucker. Ich weiß, es hört sich viel an, aber das Ganze muss ja dickflüssig werden. Das ist immer eine Mischung 1 zu 1. Und in das Ganze könnte schon die ganzen Abschnitte von den Äpfeln geben. Die Äpfel wurden natürlich davor gewaschen. Aber wirklich alles reingeben, weil überall ist noch Geschmack drin. Und dann bekommt es so auf die Art und Weise einen Apfelsirup. Das Ganze lasse ich jetzt eben sicher 20 Minuten, wenn nicht sogar länger, mal so kochen, also mit den ganzen Abschnitten drinnen. Und dann werde ich sehen, ob schon dickflüssig genug ist und ob der Geschmack passt. Das kann man ja jederzeit mit einem Löffel dann probieren. Und sonst lasse ich noch ein wenig weiter kochen. Also wie gesagt, also das ist jetzt nur das Ganze eben kochen, 500 Gramm Zucker, einen halben Liter Wasser und die Apfelabschnitte. Das Ganze einfach kochen lassen und ja, dann habt ihr schon einen Apfelsirup, den ihr verwenden könnt. So, der Sirup ist jetzt fertig eingekocht. Hat jetzt ungefähr 20 Minuten, ist eigentlich gute 20 Minuten gekocht. Ich leere das Ganze jetzt vorsichtig durch ein Sieb wieder zurück in den Messbecher, wo ich zuerst das Wasser drin hatte. Er ist zwar jetzt noch etwas flüssig, wer will, kann das noch weiter einkochen, dass es eben wie ein Sirup wird von der Dicke her. Mir reicht es. Ich mache das dann nicht mehr weiter, das mir genügt es. Wartet mal, was vergessen. So, jetzt geht's weiter. Ganze eben noch ein bisschen ausdrücken. Schauen, dass man alles rausbekommt. Jetzt kann man natürlich da alles reintun. Das mache ich jetzt mal. Topf ist ein bisschen heiß. So. Dann kann man das natürlich hier auch nochmal durchdrücken. Also wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr wollt, das Ganze eben noch weiter einkochen, dass es dickflüssiger wird. Ich lasse es eben so, fülle es dann nachher in ein Marmeladenglas, habe leider nichts anderes da. Aber wenn ihr so schöne kleine Einweggläser, also so Einweggläser habt, mit so Verschluss, dann eignet sich das natürlich auch hervorragend. Am besten im Kühlschrank aufbewahren. Und ihr könnt ihr dann wie einen normalen Sirup eben verwenden. Oder natürlich auch verschenken. Wenn ihr das so verschenken wollt. So. Haben wir noch ein bisschen was rausbekommen. Das nehmen wir natürlich gleich hinzu. Also ich habe schon ein bisschen was probiert mit dem Löffel, eben so wie ich vorher gesagt habe. Das ist jetzt, wie ist das jetzt? Das sind jetzt 600 Milliliter. Eben, ich gebe den jetzt mal da hinein. Mach den auch ganz normal zu. Und den Rest, den leere ich dann auch noch um. Aber dass es sieht, also ich habe das jetzt ganz normal in so ein Glas gegeben und den Rest habe ich noch im Messbecher und dann schaue ich mal, vielleicht finde ich noch was. So, wenn man natürlich davon redet, dann findet man auch. Ich habe eben so ein Glas gefunden. Das befülle ich jetzt eben auch noch. Die gibt es natürlich in Größe auch. Habe ich natürlich jetzt davor auch wieder ausgekocht und ausgespült, dass keine Rückstände darin sind. Mache ich mein
Ein anderes Glas nehmen wir kurz auf, weil das mir lieber, das ist da drin. Wie gesagt, eigentlich auch wieder super als Geschenk für Weihnachten, als selbstgemachtes. Und man muss sich nicht mehr darüber ärgern, dass man zu viel an Lebensmittel eben unnötig wegschmeißt, so wie jetzt zum Beispiel die ganzen Abschnitte, die kann man genauso gut noch einmal verwenden. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche guten Appetit.